Ein außergewöhnlicher Termin am Freitagabend im Wiesbadener Opelbad. Der Wiesbadener Kurier und das Wiesbadener Tagblatt hatten zusammen mit Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer Unternehmen aus der Region zum Sommerabend der Wirtschaft geladen. In lockerer Atmosphäre und einmaligem Ambiente konnten so Kontakte geknüpft oder gepflegt werden. Unterstützt wurden sie dabei vom Gastronomiebetrieb Wagner und Palast Promotion aus Wiesbaden. Wir haben die Ehre und haben das Vergnügen, mit unseren Medien in und für zwei unglaublich attraktive Bundesländer arbeiten zu dürfen. Hessen und Rheinland-Pfalz. Zugleich tragen wir damit, und das verstehen Sie, wenn ich das sage, natürlich auch ohne Übertreibung, zur Völkerverständigung bei. Der heutige Abend ist in dieser Form eine Premiere für Wiesbaden. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass die Resonanz auf unsere gemeinsame Veranstaltung so riesengroß ist. Und natürlich auch darüber, dass die Schönheit unserer hessischen Landeshauptstadt hier im Opelbad so gut zur Geltung kommt. Ein Sommerabend der Wirtschaft ohne das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan, das geht natürlich auch hier in Wiesbaden nicht. Für musikalische und kulinarische Unterhaltung war gesorgt. Programmhöhepunkt war der Kabarettist Lars Reichow, ein gebürtiger Mainzer. Da hat die englische Königin mit ihrer Mutter eine wunderbare Geschichte ausgearbeitet. Die drehen den Arm nur, also es kommt nicht zu dieser Schwabbelbewegung. Moni, hol doch mal Bier für unsere Freunde. Setzt euch, keine Angst, die Stühle halten euch aus. Darf ich Ihnen die goldene Kappe der Stadt Wiesbaden überreichen? Sie berechtigt lebenslänglich zu einem Freigetränk täglich am Kochbrunnen. Und es berechtigt diesen Mann bei politischer Verfolgung durch Mainzer Fastnachter zum Asyl in Wiesbaden-Kastell. Ich bin gerührt, ich weiß gar nicht, ob ich noch zurückfahre heute Nacht nach Mainz. Ich möchte mit Kennedy sagen, ich bin ein Wiesbadener. Vielen Dank. Ein gelungener erster Sommerabend der Wirtschaft in der einmaligen Atmosphäre des Opelbads in Wiesbaden. You better do what Louis tells you to.